Mein Gott, Jesus Christus, Herr Jesus Christus, sehr geehrte Damen und Herren, dragi gosti ovoga koncerta, srdačno vas pozdravljam u našoj farskoj crikvi. Veseli me da ima opet mogućnost poslušati koncert našega zbora i tamburaške grupe. Einen herzlichen Gruß darf ich allen Gästen sagen, die heute zu diesem Konzert in unsere Pfarrkirche gekommen sind. Ein herzlicher Gruß gilt auch dem Herrn Bürgermeister, ihn habe ich schon gesehen, allen Vertretern der Gemeinde, der Pfarre, des öffentlichen Lebens, Vereinsobleut, dem Herrn Direktor. Ein Dankeschön möchte ich sagen den Initiatoren und allen Mitwirkenden dieses Konzertes. Wir freuen uns nun auf Ihre Darbietung. Veselimo se na vašu muziku. Herzlichen Dank für die freundlichen Grüßworte und herzlich willkommen. Im Namen des Gesangsvereins Neuberg und der Tamburitze Neuberg darf ich Sie heute hier recht herzlich zu unserem Herbstkonzert begrüßen. Es ist etwas ungewöhnlich, dass wir heuer ein Herbstkonzert haben. Es ist etwas Besonderes auch für uns. Andererseits besonders, weil wir, glaube ich, noch nie oder sehr selten bis jetzt ein Herbstkonzert gehabt haben. Eigentlich waren es immer Adventkonzerte oder Weihnachtskonzerte. Aber wegen besonderen Umstände haben wir uns entschlossen, auf Nummer sicher zu gehen und dieses Jahr ein Herbstkonzert zu machen. Und es ist auch deswegen etwas Besonderes, weil das letzte Mal, als wir da gestanden sind, war im Dezember 2019. Und damals war noch so etwas wie gemeinsam singen, gemeinsam musizieren, etwas Selbstverständliches. Und für uns ist das jetzt wirklich etwas Besonderes, weil wir das zu schätzen wissen jetzt, dass wir heute mit Ihnen hier den Abend verbringen können und gemeinsam Musik machen können. Und wir freuen uns wirklich außerordentlich, dass es funktioniert hat und freuen uns auf die nächsten eineinhalb Stunden. Es hat sich gegenüber 2019, aber sonst vom Programm her, vom Ablauf nicht besonders was verändert, außer dass es ein Herbstkonzert ist. Also es ist im Programm F10 sieht wir, glaube ich, wieder 12 Lieder singen, in je Liederblöcken zu 3 Liedern. Und zwischen den Liederblöcken wird Robert Novakovic in gewohnter Manier durch den Abend führen. Er hat einige Texte ausgewählt, hat jetzt 3 Jahre Zeit gehabt und hat best auf zusammengestellt. Vielleicht sehr umfangreich, mal schauen. Also vielleicht ist eher eine Lesung von Robert und wir machen den musikalischen Rahmen, das kann auch sein. Wir lassen uns überraschen. Ja, da kann ich schon überleiten zu den Dankesworten. Also nochmal Robert, vielen Dank, dass du wieder die Zeit genommen hast, hier Texte auszusuchen. Und danke an euch alle hier. Wie Sie sehen, ist musikalische Abend Leistung eines, so wie jetzt einmal, großen Körpers an Menschen, also viele Menschen. Und so wie Regen aus vielen Tropfen gemacht ist, so ist auch diese Leistung hier, die Leistung jeder einzelnen Stimme, sowohl gesanglich als auch instrumental. Es gibt aber eine Person, die besonders hervorheben muss, ohne die wir heute auch nicht hier wären, das ist unser Leiter, musikalischer Leiter, der Arnold Knorr, der immer wieder Lieder findet, Lieder aussucht, Lieder umschreibt für uns, bei jeder Probe ist. Weil sonst wäre es keine Probe ohne ihn. Und unverzichtbar natürlich ist für das Gelingen des heutigen Abends. Bedanken möchte ich auch bei meinem Obmann-Kollegen Christian und im Namen stellvertretend die Tamburitzer Dankeschön, dass wir wieder gemeinsam den Abend hier gestalten dürfen. Danke auch ein großes Dankeschön an Melo Mikulovic, der sie dann am Anfang zurückhalten wird, aber dann überraschenderweise wieder mal reinklopfen an dich. Danke dafür, dass du dir Zeit genommen hast und dass du uns unterstützt. Danke auch an Sergej, ich bin gut im Bild. Sergej ist ein Vertriebener aus der Ukraine, der heute hier ein Video machen wird und das Ganze für die Ewigkeit festhalten wird. Dankeschön auch an den Pfarrgemeinderat, der draußen die Agape machen wird. Ihr seid sehr herzlich eingeladen, nachher teilzunehmen. Danke an den Pfarrer, der uns quasi sein Haus hier, sein Obdach zur Verfügung stellt, damit wir hier wieder ein Konzert feiern dürfen. Ja, und schlussendlich danke Ihnen, dass Sie so zahlreich heute erschienen sind, obwohl es nicht ein Sonntag im Dezember ist, obwohl es ein Herbsttag ist.
Wir hoffen, dass wir trotzdem Ihren Geschmack treffen und habe eigentlich nur mehr zwei organisatorische Aspekte, nämlich Punkt 1, Handys bitte lautlos stellen oder abschalten. Es hat verlässlicherweise immer eines geläutet in einem Konzert, vielleicht schaffen wir es ja, dass keiner geläutet, vielleicht noch mal kurz kontrollieren. Auch hier. Und man sieht, dass wir alle ziemlich verwirrt sind, weil wir sind da noch nie reingekommen und haben einen Applaus bekommen. Das heißt, sage ich jetzt auch noch dazu, Applaus, wenn es Ihnen gefallen hat, bitte ganz am Ende, zwischen die Liederstücke, ich glaube, wir können einfach so durchsingen dann, und wenn es Ihnen gefallen hat, nach dem letzten Stück, dann können wir einen Applaus hervorheben. In diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Abend da und gute Unterhaltung. Veselimo se da ste u ovako velikom broju došli. Nudimo vam tekste i pjesme o ljubavi. U šlagari, u filmi ili na televiziji imamo influenciju ove teme. Rosamunde Pilcher, Sturm der Liebe ili spodobne serije Živu od ljubavi. A kako u našem žitku izgleda? Je nam ljubav važna? Za koga ju čutimo? I kako ju kažemo? Nudimo vam ovu uru premišljavanja i mora biti čutena. Wir Mitwirkenden freuen uns, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und danken sehr, dass Sie mit uns jetzt eine gemeinsame Zeit in der Kirche verbringen. Gern tut gut. Das mag vielleicht als Motto befremdlich vorkommen, aber ist nicht gerade dieser Ort dazu geeignet, über
Liebe, ihr Fehlen, ihre Formen oder den Kummer mit ihr nachzudenken. Dazu wollen wir Ihnen nun Musik und Texte anbieten. Anne Flor hat Lieder ausgesucht und mit Tamburitz und Chor einstudiert. Und am Schlagzeug unterstützt uns, wie gesagt, Benjamin Kulowitsch. Am Beginn stehen drei sehr unterschiedliche Lieder. Das erste war ein Kärntner Volkslied, dessen Titel wir als Motto gewählt haben für diese Stunde. Das bekannte Lied von Hubert von Geusern mit dem Titel »Weit, weit weg« beschreibt einerseits die Herzstimmung, die auch in uns herrscht, wenn wir uns voneinander entfernen. Dabei brauchen wir aber Nähe. Komm her zu mir. Das Rabbi Billy Daddy Baker hat einen ganz anderen Inhalt. In einer fröhlichen Verpackung geht es um die Beziehung zu den Alten, zu Oma, zu Opa. Macht ihnen die Türe auf. Vaša otvorite vrata. Vaša vrata su otvorena. Diese Türen sind aus Gold. Oh,
Die Texte in kroatischer Sprache stammen heuer vom burgenländisch-kroatischen Schriftsteller Anton Leopold. Er hat bisher mehr als 2000 Gedichte und Kurzgeschichten geschrieben. Drei davon heute. Ljuba, Liebe. Najveća krasota našega života, sriće i svoja pravi, to je cvijet ljubavi. Mnoga gorka bitka, na stazici žitka, kaže slijed krvavi. To je boal ljubavi. Der Inhalt dieses Textes spielt in unterschiedlicher Form eine Rolle in den folgenden Liedern. Das Glück und der Schmerz. Moja Diridika ist ein Ausdruck der Freude, vor allem in der Melodie, aber auch im Text, wenn man von der Liebsten zum Becerati, zum Abendessen geladen wird. Im Lied davor wird die persönliche Fee besungen und beschrieben. Vilo Moja, meine Fee. Der Liebesschmerz, den Anton Leopold beschrieben hat, findet sich im Lied der Temogu Pismon Svati. Ach, könnte ich dich doch mit einem Brief zurückschreiben. Es ist ja nicht leicht zu sagen, ich liebe dich, oder es zu leben. Sagen wir es beiläufig, banal, routiniert oder aus fester Überzeugung. Wann gelingt uns das und wie gelingt uns das? Die Schwierigkeiten mit diesen scheinbar einfachen drei Worten hat Reinhard May beschrieben in seinem Text Fast ein Liebeslied. Ich wollte dir ein Liebeslied schreiben. Eins, das nur von dir erzählt, in dem nicht die Triebe die Liebe vertreiben und das nicht unter die Schnulzen fällt. Es sollte dir einfach, ich liebe dich sagen, mit ein paar Worten, ein paar Tönen dazu. Doch ist gar nicht so einfach, das einfach zu sagen. Mir fehlen ganz einfach die Worte dazu. Ich wollte dir ein Liebeslied schenken, so wie man einen Strauß Blumen verschenkt. Ich wollte 1000 Bilder für dich erdenken und habe meine Liebe in Reime gezwängt. Ich habe gegrübelt in langen Nächten, habe Bogen und Blätter mit Zeilen gefüllt und ich habe sie nicht neu genug für dich gefunden. Enttäuscht habe ich sie, zerrissen, zerknüllt. Ich habe wieder von weltbewegenden Dingen nur das, was mir am nächsten liegt, ganz einfach, ich liebe dich zu singen, das habe ich bis heute noch nie fertig gekriegt.
Thank you.
dass ich so weit für die gehen muss, dann kriege ich wieder Luft. Im nächsten Text beschreibt Anton Leopold die Tristesse, die Melancholie. Und so heißt auch der Text Melancholia. Kisha pada, nebo tužno plače. Gde je tvoje vedro lice, smučeno je. Zamagljeno. Jedva da je vidim. Kad ja tebe gledam, pričnjava se meni, da ti lice skriva mriža. Žice curko gledi, šlor od suznih kapljic. Kiša, kiša, kiša. Prošla si od mene, skrila te koprena kiša. Ja još čujem korake, šklocaju po blatu. Ipak, čini mi se, da se najzad vraćaju. Manchmal ruht die Hoffnung, so wie es Anton Leopold beschrieben hat, auf dem Klang von Gummistiefeln. Entfernen sie sich oder kommen sie zurück. Ähnliche melancholische Gedanken, diese Sehnsucht nach Nähe, finden sich bei uns in den nächsten drei Liedern. Oprosti mi pate, ich habe immer das Schlechteste von dir gehört und auch geglaubt. Verzeih mir jetzt, Papa. Das dritte Lied in diesem Blog heißt dann, ist dann ein Lied über Sehnsucht. Sneva padaju dvije zvezdice. Vom Himmel fallen zwei Sterne, einer für dich, einer für dich, für mich. Das wäre der Traum. Und dazwischen, da liegt ein Lied über die Erfüllung der Liebe, das Glücklichsein. Sat kadadoshlasi, ich gehöre dir, Devi Pripadam. Ja, manches Mal will es das Schicksal anders. Es war in meinem Matura-Jahr, also schon sehr lange her, als ein Buch und später der Film dazu zum Welterfolg wurde. Love Story von Eric Segal. Erzählt wird die Geschichte eines jungen College Paares. Für die Jüngeren unter uns der reiche Oliver und die aus einem einfachen Haus stammende Jenny. Sie geht zum Arzt, da sich ihr Kinderwunsch nicht erfüllt. Dabei stellt sich heraus, dass sie unheilbar erkrankt ist und nur noch wenige Monate zu leben hat. Oliver erfährt dies auch vom Arzt. Im Augenblick konnte ich an nichts anderes denken, als das Ganze eine gottverdammte beschissene Schweinerei sei. Sie ist erst 24, sagte ich zu dem Arzt. Er nickte sehr geduldig. Er wusste ja, wie alt Jenny war. Ich fragte ihn daher, was ich tun sollte. Ich meine, was ich tun sollte. Er riet mir, ich sollte mich so lange wie möglich, so normal wie möglich benehmen. Ich dankte und ging. Normal. Normal. Ich begann, über Gott nachzudenken. Ich meine, die Vorstellung von einem irgendwo existierenden Wesen schlich sich in meine eigensten Gedanken. Nicht um ihn ins Gesicht zu schlagen und ihn zu verprügeln. Nein, meine Ideen waren von genauem Gegensatz der Art. Zum Beispiel frühmorgens, wenn ich aufwachte und Jenny war noch da. Immer noch da. Es tut mir leid. Es ist mir sogar peinlich. Aber jetzt hoffte ich, es gäbe einen Gott, bei dem ich Danke sagen könnte. Dankeschön dafür, dass er mich aufwachen und Jenny sehen ließ. Vielleicht sollten wir diese Dankbarkeit nicht vergessen. Nichts ist selbstverständlich auf der Welt.
weil es schon ein Herbstkonzert ist, einige Gedanken von Anton Leopold zum Herbst. Jesensko raspoloženje. Tužne oberbe prešu u jesenskoj buri. Prazne su, prez lišća, gole kod kosturi. Vihor zapuhuje, oblačine nosi, šuma bolno cvili, smrt jesensko kosi. Vse je prošlo, prošlo. Protulična mladost, prazan svit postaje, gol kod puste ščrbe. Gine ljubav davna kod jesenske vrbe. Kasnuli su žari, lišće su obcerpje odpalo, samo milovanje tiho je ostalo. Wir kommen nun zum letzten abschließenden Teil unseres Konzertes. Danke, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und was ich mir nicht aufgeschrieben habe. Danke, dass so viele ihre Kinder mitgebracht haben und dass die Kinder es so lange ausgehalten haben. Das hätte ich mir nicht gedacht. Dankeschön. Auch für Ihre freien Spenden sind wir dankbar. Rado bi se zahvalili kod pare i kod gospodarnika, kod dozvolu i razumivanje. Dankeschön, dass wir unsere Gedanken, unsere Lieder hierher bringen durften zum Thema Liebe. In bewährter Tradition ladet nun im Anschluss, wie Sie haben schon gehört, die Pfarrgemeinde zur Begegnung vor der Kirche und zur Stärkung ein. Folgen Sie dieser Einladung. Verliebtheit, Beziehungen, Freude, das waren die Inhalte unserer Lieder und Texte. Schließen möchten wir mit drei international bekannten zeitgenössischen Liedern. Run ist ein Lied der britischen Rockband Snow Patrol. Es beschreibt Gefühle des Verlustes und der Hoffnung. Selbst wenn du meine Stimme nicht hören kannst, werde ich nahe neben dir sein, lautet eine Textzeile. Shallow wurde berühmt in der Interpretation von Lady Gaga und Bradley Cooper. Die Solostimmen bei uns singen Arnulf Knorr und Alexandra Kulowitsch. Es handelt von zwei Menschen, die einen Ausweg aus ihrer Leere und Hoffnungslosigkeit suchen. Und das letzte, Africa, ist ein Lied der US-amerikanischen Rockband Toto. Das Lied sollte Aufmerksamkeit für das Schicksal erregen, das Schicksal hungernder Kinder in Afrika und an die Liebe als helfende Kraft zum Überleben erinnern. Unsere Herzen im gleichen Takt schlagen, wie es im Titellied geheißen hat, wäre das nicht in der heutigen Zeit, wo die Welt tatsächlich für alle spürbar aus dem Fugen gerät, zu wünschen. Aber wie können wir diese notwendige Liebe zueinander, die es dazu braucht, finden? Die Philosophin und Theologin Isabella Guanzini hat dazu ein Buch geschrieben. Die Lösung ist Zärtlichkeit. Die Macht, eine Philosophie der sanften Macht. Und das Buch endet so. Die Zärtlichkeit kann dem Ungeheuer, der gnadenlosen Härte, die die Gemüter ausholen, etwas entgegensetzen. Es ist diese kleine Zärtlichkeit, die auf den ausgetretenen Pfaden dieser Erde froh und beharrlich ihr kleines Licht schimmern lässt und so den aufmerksamen Reisenden den Weg weist. Denn nicht alles ist verworren. Und nicht alles ist verloren, auch dann nicht, wenn die Sonne weint. Und dann zitiert sie Maria Angela Gualtieri, eine italienische Poetin. Du aber, glaube nicht denen, die den Menschen zeichnen als lahmendes Tier und diese Welt als Kugel am Abgrund.
Glaube nicht denen, die alles tief schwarz und blutig malen. Das tun sie, weil es einfach ist. Wir sind nur verwirrt, glaube mir. Doch wir fühlen. Noch fühlen wir. Noch können wir lieben. Noch fühlen wir Mitleid. Es ist ein Glanz in allen Dingen. Ich habe ihn gesehen. Nun sehe ich ihn klar. Ein Glanz. Hab keine Angst. Dass wir keine Angst haben, das wünsche ich uns allen. Thank you.
It is something that is starting.
Erntezeit und Erntedankzeit, und ich glaube, es ist ein Zeichen des Dankes, dass wir heute hier stehen dürfen, auch nach diesen 2 Jahren vieler Veränderungen und Einschränkungen, und dass wir nun sicher sein können, dass sich für uns nicht so viel verändert hat. Dass die Sänger noch zu den Proben gerne kommen und die Tamburizenspieler und sich Zeit nehmen, um ein Konzert vorzubereiten. Dass sie da sind und uns weiterhin so zuhören, wie wir es gewohnt sind von der früheren Zeit. Das gibt uns wieder Zuversicht für die Zukunft und macht uns alle auch sehr glücklich und stolz. Ein Dank möchte ich auch weitergeben an den Sergej. Und ich muss das jetzt irgendwie auch mit Zettel machen. Er versteht leider kaum ein Wort Deutsch und Englisch. Und wir probieren das jetzt einmal. Ja. Kannst du das lesen für dich? Ja? Ich habe das, das funktioniert mittlerweile ganz gut, mit Google Translator auf Ukrainisch übersetzt, was ich jetzt sagen möchte. Der Sergej ist eigentlich ein professioneller Videofilmer. Ich glaube, der hat in der Ukraine in einem Fernsehstudio gearbeitet. Und er war gestern auch schon bei den Proben da. Man sieht, das ist sehr professionell, was er macht. Und er hat etwas ganz Besonderes gesagt, das mich sehr berührt hat. Ja, er hat gesagt, das ist sehr komplex, was sie singen, sehr schön. Und er hat einen Ausdruck verwendet, da hat er gesagt, das ist die Herrlichkeit Gottes. Und ich finde, es ist, ich wusste nicht, dass man das mit solchen Worten ausdrücken kann, aber es hat mich sehr berührt. Nicht nur, weil er das so gesagt hat, sondern weil er es geschafft hat, bei dem ganzen Leid, er ist vertrieben worden aus seiner Heimat, hat viel Leid miterleben dürfen und kommt hierher und unterstützt uns bei den, mit den Videoaufnahmen und macht uns so ein Geschenk mit so einer Aussage. Ich finde es schon sehr bemerkenswert. Das ist auch eine Bestätigung, dass am Ende bei dem Ganzen, was momentan in der Welt geschieht, das Gute am Ende immer sieht. Und ich denke, diese Verbundenheit, die über Grenzen weg da ist, über verschiedene Nationen, Sprachen, Länder hinweg, ist das, was uns auszeichnet. Und vielleicht noch ein letztes. Ein Krieg kann uns Menschen Häuser nehmen, manchmal ganze Landteile oder Länder, manchmal auch viele geliebte Menschen. Aber niemand und auch nicht ein Krieg kann das Gute in uns Menschen nehmen, weil darüber entscheiden wir nur selbst. Und der Sergej ist für mich eine Bestätigung dafür, dass trotz all dem, was passiert, die Herzlichkeit trotzdem da sein kann und darf. Und ich denke, wenn er das schafft,
dann können wir das auch schaffen mit unseren Alltagssorgen, die uns immer wieder bewegen, auch dieses Gute in uns und diese Herzlichkeit zu behalten. Und wenn wir das schaffen, das können dann, dass alle Menschen auf dieser Welt schaffen. Dafür bin ich dir sehr herzlich dankbar. Das Liebe. Wie gewohnt, auch zu früheren Zeiten gibt es natürlich eine Zugabe, auch als Dank für Ihr Kommen. Noch ein Lied und das wird sein Ergebnis.